Ah, schon erst Fehler gemacht. Fuck! Hallo Leute! Das da haben wir am letzten Projekt gebaut. Und das war ganz schön viel Massivholz. Aber im heutigen Video werde ich zum ersten Mal richtig Spanplatte verarbeiten. Und wir werden uns mal so ein bisschen der Frage stellen, ist Spanplatte vielleicht das nächste Multiplex für den Heimwerker, für den Handwerker generell? Darum soll es heute so ein bisschen gehen. Wir werden heute was Schönes bauen und vor allen Dingen werden wir da hinten was mega Geiles benutzen. Aber das Teil hier zeige ich euch erst gleich. Ich habe ja eine Brikettpresse und da verpresse ich die ganze Zeit meine Massivholzspäne. Weil ich jetzt relativ viel Plattenmaterial zuschneiden werde, werde ich jetzt erstmal diese Tüten hier runternehmen und frische Tüten drauf machen, damit ich diese Späne auch so ein bisschen trennen kann. Denn diese Späne hier, die ich gleich produzieren werde, die will ich natürlich nicht verpressen und gar nicht erst verbrennen. Für euch als Info, also die Tüten kommen jetzt raus und da kommen erstmal frische drunter. Ich kenne immer gefordert, ich kenne immer gesagt, Philipp, die sieht aus wie Adi, ne? Die sieht aus wie der letzte Lumbert, der sich wieder vor die Kamera stellt. Alter, weil das halt alles dreckig ist, ne? Und es nicht immer alles klappt. Ich zeige euch jetzt das Material. Alter, das. Ah, Mann, Alter. Also, wir werden heute diese 19 mm Spanplatte verarbeiten mit einem Basaltdekor. Das Dekor ist basaltfarben, wenn man ganz genau sein will. Die ist jetzt nicht kaputt, die ist hier nur ein bisschen dreckig, weil alles in dieser Werkstatt dreckig ist. Ich zeige euch mal, wie die Kamera aussieht. So sieht die aus. Oh Mann ey. Also ich habe meinen Holzlieferanten gefragt, hey, was habt ihr denn für ein Material, was kostet denn so eine Spanplatte? Ich werde später mal ganz genau sagen, was die Spanplatten im Endeffekt kosten. Und das hier ist nicht einmal eine Hälfte mehr von dieser kompletten Spanplatte. Die sind nämlich so groß, die sind 2,80 Meter mal 2,07 Meter, sodass ich die einmal in der Mitte durchgeschnitten habe, dass hier im Prinzip 1,40 Meter auf 2,07 Meter große Platten hier in meiner Werkstatt stehen und mit denen kann ich einigermaßen gut weiterarbeiten. Das ist so das Maximum, was ich auf meine Formatkreissäge draufkriege. Ich zeige euch mal die anderen Platten. Hier hinten kann man sie erahnen, die stehen jetzt hier an der Wand, keine Panik, in der Mitte steht ein Hölzchen, damit sie halt eben nicht krumm werden. So bleiben sie relativ gerade, ich habe halt auch einfach keine andere Möglichkeit, das hier so zu lagern. Aber wie gesagt, hinten ist was da wieder, damit halt eben die Platte gerade bleibt. Ich werde euch später im Video sagen, was diese zwei Platten, das waren ja zwei Platten, die ich zu 400 geschnitten habe, was die gekostet haben und was im Vergleich zu dieser 19 mm Spanplatte eine 18 mm Birkenmultiplexplatte kostet. Da werdet ihr fast vom Glauben abfallen und deswegen habe ich jetzt davon auch mehr hier in der Werkstatt stehen, weil ich in Zukunft gerade für so diese Projekte, wo es einfach nur geht, ein Problem zu lösen und es nicht aus Massivholz sein muss und es halt einfach so ein bisschen preiswerter sein muss, da werde ich in Zukunft so etwas hier nehmen. Ich würde sagen, wir fangen jetzt erstmal an, so ein paar Platten zuzuschneiden, denn ich will heute mal ein relativ simples Übungsprojekt bauen. Das ist nämlich heute nicht das finale Projekt. Ich will erstmal alle Prozesse so ein bisschen üben, damit ich sehen kann, okay, funktioniert das so, wie ich es halt eben heute angehe oder muss ich alles so ein bisschen überdenken, dass es halt eben klappt. Also das heute wird ein Übungsprojekt, aber das wird super praktisch, werden wir uns auch gleich genauer anschauen. Ich werde ein paar Maße aufnehmen und dann geht's zur Formatkreissäge. Zwei Dinge gibt es hier zu beachten. Also wir verarbeiten hier Spanplatte. Und da müssen wir uns erstmal im Klaren sein, wenn wir hier einen Kratzer reinmachen, dann kriegen wir den nicht so einfach geflickt wie bei Massivholz, weil da können wir es einfach ausschleifen oder. Wenn wir hier jetzt einen Kratzer reinmachen, ist das super ärgerlich, deswegen müssen wir da ein bisschen drauf achten. Der nächste Punkt, der uns jetzt schon hier aufgefallen ist oder der mir aufgefallen ist, ist einfach die Schnelligkeit. Schaut mal, wir haben jetzt hier diese 5 Teile zugeschnitten. Wenn man die aus Massivholz machen würde, müsste man erstmal mit einer ganz anderen Maschine anfangen, mit einer ganz anderen Rohstoffauswahl. Und von der Seite her ist das eigentlich schon mal sehr, sehr angenehm. Keine Panik, auf dem Kanal hier wird es jetzt in Zukunft nicht mehr nur um Spanplatte gehen. Das ist jetzt einfach nur für mich, weil ich halt einfach ein bisschen schlauer werden will, weil ich es auch einfach mal ausprobieren will, weil ich eine entsprechende Maschine habe, deswegen will ich es ausprobieren. Eine Sache, die wir auch beachten müssen, und zwar ist das der Anleimer. Wir werden später hier Anleimer draufpacken, die Maschine, darum geht es ja auch heute so ein bisschen. Und da müssen wir auch einfach so ein bisschen die Maße jetzt beachten. Ich weiß, es gibt Möglichkeiten, sowas an der Tischfräse wegzufräsen, diesen 1 oder diese 3 mm. Werde ich heute aber hier nicht machen. Ich werde es direkt auf das Endmaß zuschneiden. Es gibt noch, mir fällt gerade ein, es gibt noch weitere Dinge, wie zum Beispiel mit dem Vorritzer, mit dem richtigen Sägeblatt und so weiter und so fort. Ich habe jetzt hier schon so ein paar Abplatzer. Da müssen wir auch super gut drauf achten. Das hier ist jetzt erstmal für das erste Video hier, was Spanplatte angeht. Das ist der Grobzuschnitt. Ihr habt gesehen, ich habe einen sehr schnellen Vorschub gewählt.
Und die Teile sind sehr groß, deswegen habe ich überall 1-2 cm Übermaß gegeben, sodass ich sie halt eben jetzt auf die finalen Maße zuschneiden kann. Das ist noch so eine Sache, die wollte ich erwähnen. Das heißt, jetzt können wir alles nochmal zuschneiden, aber jetzt halt auch wirklich auf die finalen Maße. Zu den Schnittkanten übrigens. Ich habe ein extra Sägeblatt drauf, dass man diese beschichteten Materialien gut schneiden kann. Deswegen habe ich jetzt auch in dem Projekt auch keinen Vorritzer installiert. Das wird nämlich so ohne weiteres jetzt noch nicht gehen. Deswegen haben wir aber auch unten auf der Kante eine sehr, sehr schöne Oberfläche, worüber ich sehr happy bin. Was wichtig ist, jetzt müssen wir uns mal Gedanken um die Verbinder machen. Und zwar möchte ich alles mit Flachdübeln verbinden und ich möchte, dass teilweise dieser Anleihe mal übersteht, weil ich das in dem Projekt mal ausprobieren will, wie das Ganze halt eben dann aussieht. Also werden wir jetzt die Flachdübel erstellen, also da, wo alles mit Flachdübeln verbunden wird. Darum kümmern wir uns jetzt. Oleg, ich hätte gerade fast schon einen Fehler gemacht. In den Seitenteilen sind bereits die Flachdübelfräsungen drin. Die werden also so mit dem Korpus verbunden und ich habe mir auch extra auf meinen Plan draufgezeichnet, dass wir als erstes die Flachdübel setzen, dass wir halt eben diesen Überstand vom Anleimer auf den Kanten haben. Deswegen machen wir auch jetzt schon direkt die Flachdübelfräsung für euch als Info. Blaues Tape markiert die Innenseite und die Unterseite. Deswegen baue ich das als Übungsprojekt. Jetzt hier siehst du es nochmal. Also das Dreh, das ist schon nicht ohne. Von der Seite, von der anderen Seite. Eieiei, räumliches Denken lässt Grüße. Jetzt die andere Seite nehme ich nochmal. Nächste Sache, wo wir jetzt dran denken müssen. Wir haben eben den Anschlag an den Seitenwänden angelegt. Deswegen müssen wir jetzt hier, weil da ja noch ein bisschen Material aufgedoppelt wird, das hier quasi hier so reinlegen, dass wir dann auch innerhalb von unserem Kasten sind, dass das halt eben passt. Ich mache mal jetzt einfach mal so. Halte mal. Nee, habe ich es falsch? 37, 9, ach man, 40,7 habe ich doch aufgeschrieben sogar. Wir haben jetzt eine seelenlose Kiste zusammengeknallt. Quadratisch, praktisch gut, natürlich fast quadratisch, ganz so passt es noch nicht. Und jetzt kommen wir natürlich zu einem der großen, großen Knackpunkte, was Spanplatte angeht. Sofern man diese ganzen Sachen nicht auf Gärung zuschneidet, hat man natürlich zwangsweise immer irgendwann so eine unschöne Kante. Und die will man natürlich irgendwie verschönern, damit man diese Spanplattenoptik so ein bisschen retuschieren kann und man diese schöne Basaltoptik sieht. Also, das bedeutet, wir müssen uns hier um diese Kanten kümmern. Und ich habe vor anderthalb Jahren, habe ich euch mal einen Kantenanleimer vorgestellt. Den habe ich bis jetzt erst einmal benutzt und mit diesem Material hier plane ich halt eben öfters günstigere und dann halt auch schneller Möbel bauen zu können für die Werkstatt, damit ich hier ein bisschen Ordnung reinbekommen kann. Ich habe extra heute den ganzen Vormittag noch ein bisschen an der Maschine rumgeschraubt. Wir gehen mal zum Anleimer. Und zwar ist das Stichwort. Wir werden mit diesem schönen Anleimer, der ist relativ alt, der ist nicht so modern, der macht wirklich nur im Grunde genommen das, was wir brauchen. Wir brauchen eine Kante, die wir draufkleben, und das macht dieser Anleimer hier. Zusätzlich tut er noch die Kanten fräsen, der tut die aber nur vorfräsen, weil das Ergebnis nicht so gut ist, werden wir die noch nachschneiden. Der schneidet außerdem vorne und hinten das ganze Material dann entsprechend ab, damit wir auch nicht mehr so viel Arbeit haben. Die Maschine hier, die ist mit ein bisschen Bedacht zu benutzen, weil man da so ein bisschen mitdenken muss, weil die ist sehr alt. Die sind nicht so fortschrittlich, deswegen ist das ein bisschen Übungssache auch gewesen, dass ich sie zum Laufen bekommen habe. Hier haben wir die 1 mm basaltgraue Kante. Die ist veredelt mit Schmelzkleber, weil diese Maschine hier nur ein Heißluftgebläse hat und kein Bad, in dem halt eben dieser Kunststoffkleber drin aufbewahrt wird. Das bedeutet, hier wird der Kleber erhitzt. Das bedeutet, das sind auch so diese Anleimer, die ihr theoretisch mit dem Bügeleisen aufbringen könnt. Wir brauchen bei der Maschine Druckluft, deswegen sind hinten diese Rollen hier jetzt noch verklemmt. Wenn wir Druckluft drauf geben, sehen wir gleich, dass die auseinandergehen. Direkt hinten dran ist das Heißluftgebläse, das schmelzt den Kleber, damit es halt auch eben klebt. Großer, langer Vorschubapparat. Fräsaggregat oben, Fräsaggregat unten, hinterer Abschneider und vorderer Abschneider.
Das bedeutet, wir können jetzt unseren Vorschub aktivieren. Unser Heißluftgebläse braucht auch ein bisschen. Unsere Schneiderlein können wir jetzt auch aktivieren. Das ist das Gebläse für die Fräse. Die beiden Schalter hier, keinerlei Ahnung. Der Schmelzkleber war die ganze Zeit nicht heiß genug. Ha! Das habe ich gerade jetzt erst gesehen. Dann machen wir 280 Grad. Und das hier sind unsere Fräsmotoren. Da sind komische Fräser auf dem Schild hier, die sind nicht mehr verbaut. Das heißt, wir können nur im Gegenlauf fräsen. Also so rum. Ich habe jetzt hier dieses Werkzeug, damit kann ich diesen überschüssigen Rest wegschneiden. Ich mache das auf die Art und Weise, weil ich so einfach ein besseres Ergebnis bekomme, weil mit der Maschine funktioniert es halt nicht immer über die komplette Länge zuverlässig. Deswegen mache ich das hier halt eben von Hand. Danach gehe ich einmal mit der Ziehklinge über die Kante, um die halt eben auszuputzen. Hallo, heute ist ein Montagvormittag. Jetzt machen wir hier diese Kiste fertig. Ich werde euch gleich noch sagen, was das Material gekostet hat. Und ich werde euch natürlich ein paar Details zeigen, weil das hier ja auch ein Übungsstück ist. Aber als erstes müssen wir uns jetzt mal um die Griffe kümmern und gleich noch um die Rollen. Und darum geht's jetzt. Unsere kleine Brennholzkiste, unsere Abfallabschnittkiste ist fertig. Und jetzt kommen wir aber gleich zu dem eigentlichen Thema von diesem Video, warum ich denke, dass Spanplatte tatsächlich das neue Multiplex für Heimwerker oder für Handwerker sein könnte. Darum geht es halt eben jetzt. Aber wir schauen uns erstmal hier jetzt die Details an von dem Projekt, was ich hier gebaut habe. Und zuallererst mal zu der Optik. Ich habe mich bewusst jetzt mal bei diesem ersten Spanplattenprojekt dazu entschieden, Nittholz nachzuahmen, weil dafür habe ich hier erstmal genügend Massivholz drin. Ich wollte hier mit diesem Projekt schnell und günstig eine Lösung finden, um halt eben sowas hier bauen zu können. Ich habe einen Anleimer hier, sage ich gleich auch noch was dazu. Und deswegen ist das eigentlich eine coole Möglichkeit, günstig vor allen Dingen, sowas hier auch schnell umzusetzen. Das ist jetzt auch kein Projekt, wo ich jetzt in Zukunft sehe, dass da wirklich aufwendige Videos zu kommen, weil es ist dann immer noch nicht so spannend, wie wenn man dann so ein bisschen Massivholz verarbeitet. Deswegen will ich euch hier schon mal so ein bisschen verschonen. In Zukunft wird ja nämlich nur noch Spanplatte verarbeitet, weil ich dafür das Material auch einfach nicht schön genug finde. Wer kann sich noch daran erinnern? Damals in der alten Werkstatt habe ich die Teile hier gebaut, zwei Stück an der Zahl. Mit am wichtigsten benutze ich immer noch jeden Tag als Ablage, natürlich normal als Abfallkiste. Und deswegen habe ich auch die Maße bei dem Teil hier genauso gewählt. Also generell, mir ist aufgefallen, wenn man mit Spanplatte arbeitet, muss man sehr gut aufpassen, dass man damit auch sehr sorgsam umgeht, dass man nicht direkt eine Kante raushaut. Das nächste, was mir aufgefallen ist, ist halt eben, dass man mit den Schraubzwingen auch gut aufpassen muss. Denn ich habe hier an einer Kante den Anleimer so ein bisschen abgerupft. Da sieht man jetzt eine kleine Delle, weil der die Schraubzwinge abgerutscht ist und dann halt diesen Anleimer mit runtergerupft hat. Ein bisschen ärgerlich, ist jetzt aber okay. Mit den Kanten an und für sich bin ich jetzt für das heutige Projekt eigentlich ganz zufrieden. Ich habe diesen Anleimer, der ist bestimmt 40 Jahre alt, den habe ich heute zum ersten Mal richtig benutzt. Ich habe auch gemerkt, dass ich ein paar Dreckstellen jetzt drauf habe, weil halt eben der Anleimer zu heiß eingestellt war. Ich habe nochmal nachgeschaut, ich glaube, der soll so um die 200 Grad maximal liegen. Den werde ich aber nochmal ausprobieren. Und deswegen haben wir hier so ein paar Dreckstellen. An und für sich sind die Kanten okay. Also ich würde sagen, bei vielen Möbeln, die man auch im Ikea kaufen kann, sieht es tatsächlich nicht besser aus, dafür, dass man halt eben dafür noch Geld bezahlt. Oder ihr wisst, was ich meine, hoffentlich. Dafür
dass das dann teilweise von der Industrie hergestellt wird. Und deswegen bin ich generell erstmal ganz zufrieden, wie die Kanten jetzt hier aussehen. Wie gesagt, meine Stärke liegt sowieso eher im Massivholz. Deswegen ist das hier ein Bevelhelfsprojekt und es ist damit okay. Das hier sind die Kanten, die ich benutzt habe. Das hier ist für Multiplex. Nebendran habe ich natürlich noch diese basaltgrauen ABS-Kanten, so heißen sie, glaube ich. Und das kann man auch normal mit einem Bügeleisen auftragen, weil die sind auch veredelt vom Hersteller selbst. Da ist nämlich Schmelzkleber aufgebracht, weil meine Maschine, wie gesagt, kein Schmelzkleberbad hat. Das bedeutet, das hier sind quasi die Kanten, die ihr auch zu Hause auftragen könnt mit einem Bügeleisen. Dauert natürlich länger, aber kommt natürlich wie bei jedem Projekt nochmal drauf an, ob es sich überhaupt lohnt, sich so eine große Maschine dann zuzulegen. Natürlich würde ich auch lieber diese Projekte hier in Multiplex bauen, aber tatsächlich ist es mir einfach nicht wert, so viel Geld für dieses Material auszugeben, für den Zweck, was es halt eben dann erfüllt. Wie gesagt, wenn ich plattenweise von diesem Multiplex kaufen würde, um langfristig jetzt hier auch ein paar mehr Projekte schnell umsetzen zu können, dann wird das sehr, sehr schnell sehr, sehr teuer. Und deswegen wollte ich das mit der Spanplatte heute einfach mal ausprobieren. Jetzt kommen wir nämlich mal zu dem Preis. Also, das ist eine 9 mm Birkenmultiplex-Platte, die ist 1,25 m x 2,50 m groß. Die Preise, die ich gleich ansprechen werde, das sind die Groß- oder die Holzhändlerpreise. Die sind nicht aus dem Supermarkt, aus dem Baumarkt, sondern vom Holzhändler. Die Spanplatten hingegen, die sind, habe ich auch am Anfang schon angesprochen, die sind ein gutes Stück größer. Die sind 2,80 m x 2,07 m groß. Also ziemlich große Platten, einmal in der Mitte durchgeschnitten. Jetzt kommen wir zu den Preisen. Und da werden wahrscheinlich manche erstaunt sein, was das für Unterschiede tatsächlich sind. Also, es geht hier einmal um 19 mm Spanplatte Basaltgrau und dann einmal 18 mm Birkenmultiplex. Sind beide relativ gleich stark. Das hier ist jetzt natürlich ein bisschen dünner, aber wir gehen jetzt einfach mal so von der fast gleichen Dicke und einfach mal von den gleichen Gegebenheiten aus. 19 mm Spanplatte Basalt Grau kostet der Quadratmeter, das sind Nettopreise, 12,60 Euro. 18 mm Birken Multiplex kostet der Quadratmeter 39,50 €. Damit ist die Multiplex-Platte fast viermal so teuer wie hier diese Spanplatte. Und das ist jetzt das ist der Punkt, den ich halt eben meine. Da ist es mir einfach zu teuer, eine Platte zu kaufen, um die klein zu schneiden, für so ein Werkstattprojekt. Damit ihr es euch jetzt noch mal ein bisschen besser vorstellen könnt, so eine kleine Multiplex-Platte, ich sage klein, weil es sie auch in einem Großformat gibt, das ist immer das Kleinformat, was ich mir hier in die Werkstatt bestelle, kostet pro Platte in 18 mm fast 150 Euro brutto. Ja, ich weiß, im Baumarkt sind die Platten noch mal teurer, aber kauft euch dann im besten Fall einfach eine ganze Platte und schneidet sie euch klein. Dann könnt ihr ein bisschen Geld sparen, aber dennoch ist es dann immer noch teurer als so eine Spanplatte. Wenn wir mit diesem Spanplatten-Quadratmeterpreis uns jetzt mal ausrechnen, was sowas in der Größe von einer Multiplex-Platte kostet, sind wir bei ungefähr 46 Euro brutto. Und das ist halt einfach eine Hausnummer. Das macht viel aus, ne? Also das ist schon ein gutes Stück günstiger. Vor allen Dingen, wenn man dann nicht nur Spanplatte und Multiplex bestellt, wenn man dann direkt auch nochmal Massivholz mitbestellt, dann ist der Warenkorb-Einkauf natürlich immer ein gutes Stückchen höher, wie als wenn man dann nur diese eine Birken-Multiplex-Platte bestellt. Und deswegen wollte ich das mit dem heutigen Projekt mal ausprobieren. Ich will dann den Punkt ganz kurz nur ansprechen. Mir ist bewusst, Multiplex ist auch ein anderes Material. Das ist besser, das hat viele, viele Vorteile. Aber wenn es halt eben darum geht, was Simples zu bauen, wo einfach nur eine Kiste ist, dann braucht man die ganzen Vorteile auch nicht. Mir ist es auch bewusst, Multiplex kann viel mehr, ist viel stabiler, ist viel langlebiger. Aber wenn es hier um so eine Brennholzkiste geht, lohnt es sich trotzdem nicht. In meinen Augen. Will ich nur an dem Punkt nochmal kurz klarstellen. Das war ein klitzekleines Selbstexperiment, mit dem ich mal ausprobieren wollte, wie gut das funktioniert. Speziell mit dem Anleimer wollte ich es halt auch eben heute ausprobieren, ob das Ganze funktioniert, ob die Kanten halten. Da bin ich eigentlich ganz zufrieden. Ein bisschen die Temperatur kontrollieren, ein bisschen noch die Kanten besser abschneiden und die Enden auch so ein bisschen noch verfeinern. Dann wird das eigentlich relativ gut und man kann dann so ein Spanplattenmöbel auch ganz okay herstellen. Aber wie gesagt, ganz, ganz wichtig, in Zukunft werden hier trotzdem weiterhin viele Massivholzprojekte kommen, weil mir persönlich das auch einfach besser gefällt. Ich bin mal nicht ganz schlüssig, ob ich das jetzt hier mag, ob mir diese Optik hier gefällt. Wie gesagt, das ist ja auch das erste Spanplattenmöbel, was ich hier jetzt so gebaut habe. Ja, deswegen schreibt es gerne mal in die Kommentare, würdet ihr euch sowas in die Werkstatt stellen? Für mich ist es jetzt in dem Fall auch wirklich nur rein ein Problemlöser, dass ich schneller, besser Ordnung bekommen kann, weil ich dann an der Pendelsäge auch die Abschnitte hier reinschmeißen kann. Und dafür finde ich es allemal mehr als in Ordnung. Gibt es noch was zu sagen? Nee, damit ist das Video jetzt zu Ende. Tschüss!